Hallo, was machen Sachen? Ja, was momentan auf Discord los? Irgendwie gehen da nur noch Scams rum, oder? Wir hatten ja letztens drüber gesprochen, über den Discord-Scammer auf Discord wegen Steam. Also, es war jemand auf Discord, der mich angeschrieben, weil mein Account angeblich falsch gefleckt hat. Sollte auf Discord geregelt werden. Spoiler, das war ein Scammer. Wäre nichts passiert, außer dass ich entweder meinen Account oder Kohle verloren hätte. Also, es wird nichts über Discord geregelt, was so firmenmäßig ist. Ich habe auch den Steam-Support angeschrieben, auch die hatten nochmal bestätigt, ja, nee, machen sie nicht. Es gibt einen Steam-Discord-Server, das ist schon klar, aber da wird halt auch nichts drüber geregelt. Wenn sowas ist, wird es halt direkt über Steam geregelt. Ja, weil die haben ja da auch diesen Nachrichtendienst. Nachrichten-Chat, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Ihr wisst, was ich meine, also ist okay. Ja, und heute bin ich aufgewacht mit über 30 Nachrichten von ein und demselben Link oder mit ein und demselben Link. Das waren verschiedene Accounts, Fremde wie auch Bekannte, die anscheinend auf einen weiteren Scammer, Hacker etc. drauf eingefallen sind. Hat eigentlich auch ein bisschen früh angefangen. Ich hatte die Tage zuvor von einem Bekannten von mir einen Link gekriegt. Hier, gratis Nitro. Für dich schicke ich dir. So nice. Hat jetzt aber keinen Bock, mir das anzusehen. Das ist halt auch generell eine Sache, die ich mache. Wenn mir jemand einen Link schickt, checke ich den gerade so diese Geschenkgutschein-Geschichten. Ich google einfach mal kurz, ob das halbwegs legit ist. Vorher drücke ich da nichts an. Ich hatte das halt nicht gemacht. Ich hatte halt gesagt, okay, gehst ins Bett, lässt das so, wie es ist und guckst nächsten Tag. Heute ist der nächste Tag. Ich öffne Discord. Wie gesagt, habe über 30 Nachrichten mit demselben Link. Gratis Nitro. Denkst du, irgendwas stimmt da nicht. Hab dann mal kurz gegoogelt. Gratis Nitro, gibt's sowas? Antwort: Nein. Ihr könnt kein gratis Nitro über Links verschicken. Generell, gratis Nitro lässt sich halt nicht so verschicken. Geht nicht. Nein, existiert nicht. Ist gelogen. Keiner schickt euch den Link für gratis Nitro. Das ist niemals echt. Also bitte passt auf euch auf. Es hat in meinem Bekanntenkreis anscheinend sehr, sehr viele erwischt. Ich hatte auch einige Leute, die ich halt nicht gekannt habe, die haben einfach random Leute angeschrieben anscheinend. Und ja, gab sehr, sehr viele Nachrichten auch aus meinem Freundeskreis mit diesem Link hier, gratis Nitro für dich. Ich habe es ja kurz mal eingeblendet, mit halt einen ausgeblendet, der mir das unter anderem geschickt hat. Ja, verarsche. Wollte aber Bescheid sagen. Ich hatte es auch in ein oder anderem Server, auf dem ich halt so bin, auch mal mitgeteilt. Die meisten haben mich dann halt ausgesagt, ja, wer fällt drauf rein? Sag, ja, anscheinend einige. Wie gesagt, das waren viele Nachrichten und ich habe jetzt weit nicht so viele Kontakte auf Discord, dass man halt sagen könnte, okay, 30 Leute, das ist legit einfach mehr als die Hälfte von meinen Kontakten über Discord hat mir diesen Link geschickt. Wie gesagt, es waren auch ein paar Fremde dabei oder ich habe einfach nicht gepeilt, dass die bei mir in der Freundesliste sind. Ja, waren doch sehr viele Leute. Es sind einige drauf reingefallen, deswegen mache ich den Quatsch. Auch wenn es halt eins oder zwei war, denkst du, ja, passiert. Aber es waren halt massenhaft Leute, dass mir dann doch Bedenken gegeben hat, dass halt so viele Leute halt einfach drauf reinfallen und einfach links klicken. Ist generell eine doofe Idee. Drückt einfach nicht wirklich links. Was ihr machen könnt, was ich auch öfters mal mache, ist, wenn ihr von jemandem über Discord etc. sowas einen Link kriegt, fragt ihn einfach auf einer anderen Plattform nach. Ich kriege auf Discord von irgendeinem einen Link geschickt, der ist mir ein bisschen suspekt. Ich frage dann einfach auf WhatsApp oder Instagram oder sonst was, sage, hey Digga, was ist das für ein Link? Manchmal tut auch manchmal so blöd hier, was ist das für ein Link? Ich konnte den nicht öffnen. Kann ja keiner nachweisen, dass ihr nicht draufgeklickt habt. Und dann kommt meistens zurück, ja, wie, was für ein Link? Ich habe dir keinen Link geschickt. Sagt auf Discord, doch, guck mal. Dann kam es meistens raus, ja, lol, Account ist irgendwie doch nicht mehr so sicher. Ja, es passiert das öfters, aber es ist meistens immer so eins vereinzelt, dass halt wirklich jemand irgendwas schickt, was halt nicht soll, oder dass halt der Einzelne seinen Account verdient. Ich habe auch schon mal meinen Account verloren, wie ich jünger war. Wurde halt bei, war noch Skype, hab noch Skype genutzt, da wurde ich gehackt. Da sind auch ganz böse Sachen passiert, das ist auch nicht so feierbar. Oder hat mir auch, ich weiß nicht, bis heute weiß ich nicht, wer mir das gehackt hat, ob es ein Bekannter war, was ich vermute, oder halt nicht. Ich kann es nicht nachweisen, das ist halt sehr viel Böses passiert, aber ich habe auch schon Accounts verloren oder halt auch. Ich habe tatsächlich auch meinen Steam-Account verloren, weil ich einem Freund vertraut habe, mit dem zusammen genutzt habe und er dann Edgy-Badge, ich ende einfach mal komplett alle Passwörter und dann habe ich das mein Account jetzt. Ja. Das passiert. Gerade wenn man jung ist, passieren solche Fehler, man sollte daraus lernen oder man schaut Videos und weiß ein bisschen mehr Bescheid. Vielleicht erreiche ich ja den einen oder anderen und
Ja, drückt nicht auf Links, die ihr nicht kennt. Fragt nach, googelt. Ich meine, ihr seid im Internet, ihr habt Discord entweder direkt auf dem Computer oder auf dem Handy. Ihr habt irgendwo Internet, sonst wärt ihr nicht auf Discord. Googelt doch einfach mal. Das ist so einfach. Googelt doch einfach mal. Je nachdem, was es für Link ist, sei es jetzt halt so ein gratis Nitro. Googelt einfach mal Discord gratis Nitro. Dann gibt meistens die Nachricht, ja, Scam. Haben wir nicht. Gibt's nicht. Existiert nicht. Wir kommen auf dubiose Sachen. Oder halt auch der belebte Gutschein, sie haben was gewonnen, was momentan sehr viel bei WhatsApp rumgeht bei mir. Ich habe so viele Leute, auch Leute, wo man meinen sollte, dass sie halt A, alt genug sind und B, eigentlich ein bisschen schlauer sein sollten, dass sie da solche Fake-Dinger erkennen können. Selbst von solchen Leuten kriege ich halt haufenweise diese Amazon, H&M Geschenkgutscheine, wo du halt einfach von vornherein siehst, das ist nicht echt. Das ist so fake, das spricht alles fake. Allein schon, wenn man den meisten sich einfach die URL anguckt, sieht man ja, das kann nicht echt sein. Das ist ja nicht mal der Name der Firma drinne. Das ist einfach nur kompletter Kauderwelsch. Bei dem Nitro-Ding ist tatsächlich die URL von, also ist tatsächlich der Anfang von Discord drinne. Man kann halt da eher drauf reinfallen, wie auf diesen ja, WhatsApp-Gutschein-Gedöns. Weil das ist ja tatsächlich Discord.gift- Kauderwelsch, jede Menge Buchstabensalat. Es sieht schon mal legit aus wie das meiste, was ich so über WhatsApp geschickt kriege. Also, aber es ist halt, ich sag, einfach googeln. Ich habe einfach nur in Google eingetippt, gratis Nitro, glaube ich sogar, oder Discord gratis Nitro. Da kam es erst, die ersten Sachen, was kam, ja, Scam. Verarsche. Ja, und die Leute wollen anscheinend dann einfach nur deinen Account, um diesen Hack weiterzugeben. Was jetzt das Ziel davon ist, weiß ich nicht. Ob es einfach nur die Leute nerven wollen, so eine Trollattacke, oder ob es halt irgendwas sich davon erhoffen. Es sind ja auch über Discord hat ja ein oder andere halt auch andere Social Medias mit verlinkt, dass sie sich da was erhoffen. Ich weiß es nicht, was das endgültige Ziel davon ist, aber es werden irgendwelche Informationen wurden wahrscheinlich gesammelt. Tja, deswegen, passt auf euch auf, drückt nicht Sachen, googelt Sachen, wie gesagt, ich seid am Handy oder am PC, google doch einfach mal. Gerade wenn ihr halt einfach random irgendwelche Sachen geschickt kriegt. Wenn es jetzt halt in der Konversion ist, schon eher legit, aber wenn halt einfach out of context, gerade halt ohne dass halt vorher was geschickt worden ist, einfach direkt irgendwas geschenkt kriegt, ohne dass halt groß Kontext fließt, ist doch sehr suspekt. Wie gesagt, ihr seid eher im Internet googelt. Generell google doch einfach mal. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist das Erste, was ich mache bei solchen Sachen. Ich kriege halt irgendeinen Link geschickt, der halt jetzt sich nicht aus der Konversation ergibt oder halt nicht während einer Konversation getätigt wurde. Teilweise dann google ich extern nochmal, was mit der Seite auf sich hat, wenn ich die Seite an sich nicht kenne. So, ich bin halt auch schon echt böse auf die Schnauze gefallen. Eventuell könnte es daran liegen, dass ich jetzt halt sowas google. Wir sind halt generell. Ich kenne auch einige, die halt echt fies auf die Schnauze mit sowas gefallen sind, drücken Links und dann haben sie halt entweder PCs verloren, irgendeine Menge Kohle verloren und das ist sonstige Geschichte. Das ist echt nicht feierbar. Deswegen mache ich auch diese Videos, in der Hoffnung, irgendeine wird es erreichen, der dann halt eventuell nicht auf den Link klickt. Dann haben wir schon mal einen weniger, der in den Fressnapf gefallen ist. Ja, ist irgendein Napf gefallen. Oje. Ich habe meine Wörter wieder vergessen. Naja, wie dem auch sei. Ja, passt auf euch auf, guckt, was ihr macht und wie gesagt, ihr seid im Internet, googelt, nutzt es, seid nicht so dumm und drückt einfach auf alles Mögliche drauf. Ist immer ganz schlecht. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und fallt nicht drauf rein. Ciao.